Hallo zusammen, ihr seid mal wieder bei derautotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Und heute haben wir euch etwas ganz Geheimes mitgebracht. Nicht die Hülle ist ganz geheim, dieses neuen Ineos Grenadier, sondern der Innenraum. Das hat bisher noch niemand gesehen. Das ist die Weltpremiere für den Innenraum heute. Und wir haben die Chance, dabei zu sein und nutzen den natürlich sehr gerne, euch das zu zeigen. Der Grenadier ist ein pures Geländeauto. Kraft, Einfachheit und eben Reparierbarkeit überall auf der Welt steht im Fokus. Also das Auto ist auf Schlichtheit und Einfachheit hinausgerichtet und natürlich auf Kraft und auf jedes Gelände. Also man möchte in der Tradition des Defender einer G-Klasse, möchte man hier etwas Neues auf die Beine stellen. Und das ist natürlich ein interessantes Projekt, vor allem, weil die Preise für dieses Auto, die natürlich noch nicht feststehen, es soll ja Mitte kommenden Jahres endgültig auf den Markt kommen. Es gibt Spekulationen, dass sie so um 35.000 Euro liegen könnten. Aufwärts geht es natürlich immer. Und das macht dieses Auto, wenn es wirklich dann diesen Preis kostet, gegenüber einer G-Klasse, gegenüber dem Defender, der natürlich heute auf eine ganz andere Technik aufbaut, interessant. Das ist im Prinzip das, was halt die Autos früher ausgemacht haben, die robust waren und überall auf der Welt, egal welches Gelände, eben dann zum Einsatz kam. Ineos, für die, die es noch nicht wissen, ist ein Projekt des englischen Milliardärs Jim Ratcliffe. Er hatte damals die Idee, als der Defender, der alte Defender, eingestellt worden ist, den weiterzubauen. Range Rover, Land Rover wollte das nicht. Und ja, so hat er sich schließlich entschlossen, wie das eben Milliardäre dann mal so entscheiden können, dieses Projekt selbst auf die Beine zu stellen und selbst einen ganz ursprünglichen, für alle Regionen der Welt eben geeigneten Geländewagen zu bauen, der kraftvoll ist, der mechanisch ist, der simpel ist, der einfach ist. Und ja, das ist das Ergebnis, was jetzt vor uns steht. Gebaut wird dieser Grenadier übrigens, mit dessen Name ich mich so ein bisschen schwer tue, weil er ja so ein bisschen was Militärisches hat. Aber gut, er ist trotzdem einprägsam. Gebaut wird dieser Grenadier dann ab dem kommenden Jahr übrigens gar nicht weit von hier, im Elsass, in Hambach, wo früher das Smart produziert worden ist, wird eben künftig dann dieser Grenadier produziert. Auch eine ganz interessante Information, also nicht in England, wie man vielleicht denken könnte. Ich kann mir vorstellen, dass der Brexit da eine gewisse Rolle spielt. Und ja, so wird also auch Baden relativ nah am Produktionsstandort dieses Grenadiers sein. Ja, ich stehe hier mit Dirk Hallmann. Er ist verantwortlich für Ineos weltweit. Würde Sie Geschäftsführer nennen? Passt das so? Ja. Oder Vorstand? Well, CEO Ineos Automotive. CEO, wunderbar. Ja, das soll ja korrekt sein. Er weiß natürlich am meisten über dieses Projekt, über dieses spannende neue Projekt mit dem Ineos Grenadier. Und ihm wollen wir bei dieser Gelegenheit gerne 2, 3 Fragen stellen. Herr Hallmann, was denken Sie, wird die Queen eines Tages einen Grenadier fahren oder Ihr Sohn? Ich würde mir hoffen, dass jemand grundsätzlich, Queen oder nicht, letztendlich auch solche Fahrzeuge nutzt. Das heißt im Pferdebereich oder auch im landwirtschaftlichen Bereich, auch dann so ein Fahrzeug dann wirklich auch fährt. Und die Queen wäre natürlich eine große Ehre, wenn auch der Fuhrpark der Queen durch so ein Fahrzeug erweitert werden würde. Jim Ratcliffe ist ja der Eigentümer von Ineos. Was denken Sie, was treibt ihn, oder vielleicht wissen Sie es, was treibt ihn mehr, die Leidenschaft für so eine Art Auto oder ist es eher wirtschaftliches Interesse? Uns treibt vor allem die Herausforderung. Also das ist Jim, John und Andy, unsere 3 Besitzer letztendlich. Die Herausforderung, ein Business zu schaffen, zu erschaffen und auch etwas zu erreichen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht einfach ist. Und das Produkt Grenadier Ineos Automotive zu schaffen, ist natürlich auch eine Passion für dieses Segment, für das, was solche Fahrzeuge letztendlich einem ermöglichen, Abenteuer zu erleben, zu reisen, entlegene Plätze der Erde zu erkunden und das zu kombinieren. Das heißt zum einen natürlich die Herausforderung im geschäftlichen Bereich, wirklich auch ein Geschäft daraus zu gestalten und ein neues Automotive aufzuziehen, aber auch das mit einem Produkt zu verbinden, was emotional geladen ist, ist natürlich eine hervorragende Kombination. Apropos Emotionalität, dieses Auto wird ja als englisches Auto verstanden, auch wenn es in Zukunft in Hambach produziert werden wird. Woher kommt dieser Anspruch? Also warum ist das Auto ein englisches Auto?
Das Auto ist letztendlich, wir als Unternehmen sind ein englisches Unternehmen. Wir sitzen in England, wir haben ein englisches Design, wir haben ein englisches Design-Team. Wir beziehen auch weiterhin jede Menge Komponenten aus England, aber auch aus Europa. Das heißt, jedes Fahrzeug heutzutage ist ein globales Unternehmen, ist ein globales Produkt. Und für uns ist es letztendlich, wofür wir stehen als Unternehmen, unsere Werte und das Produkt, wofür es steht, das identifiziert das Fahrzeug. Und es ist undeniable, we're a British company. Wunderbar. Nach dem Preis brauche ich Sie ja noch nicht zu fragen, Nein. Das ist ja noch geheim. Ja. Aber ab wann werden die Interessenten sich freuen dürfen, dieses Auto in Augenschein nehmen zu können und vielleicht auch kaufen zu können? Ja, also wir sind jetzt schon auf der Reise. Wir zeigen sehr früh, entgegen sonstigen Konventionen, schon frühe Prototypen, auch Interessenten und Partnern. Wir werden Ende des Jahres unsere Bücher öffnen, dass man sich entsprechend registrieren kann, um ein Fahrzeug auch entsprechend zu reservieren. Und Mitte nächsten Jahres, das heißt im Juli 2022, werden dann auch Kundenfahrzeuge produziert. Der Innenraum des Ineos Grenadier ist stark auf leicht zu reinigen, auf Einfachheit, auch hier wieder auf Funktionalität hinausgerichtet. Das Auto muss natürlich in allen Regionen der Welt zu Hause sein. Darf nicht bei großen Temperaturunterschieden Probleme kriegen, nicht bei zu großer Hitze, nicht bei zu großer Kälte. Und so müssen die Materialien ausgewählt sein und die Funktionalität. Also hier darf nichts klemmen am Ende. Hier haben wir eine schöne kleine Tür für das Reinwerfen von kleinen Elementen. Die große Tür, damit man den kompletten Zugang hat. Die Sitze sind umklappbar, 2/3, 1/3. Eine Schiene, natürlich Befestigungssysteme, das ist bei so einem Auto ganz wichtig. Und auch oben eben entsprechende Befestigungs- und Arretierungsmöglichkeiten. Wie gesagt, einfaches Material, schlichtes Material. Hört mal hierher, das kann man auch herausnehmen für kleine Utensilien, die sich da verstauen lassen müssen. Und hier eben überall die Verzurmöglichkeiten, Verzurösen. Und eben hier, wie gesagt, ein auswaschbares Material, damit eben in jeder Region der Welt eben hier dann am Ende der Staub entfernt werden kann, wie in Australien zum Beispiel im Outback, wo das ganze Auto dann schnell mal voller Staub ist, muss es natürlich gut zu reinigen sein. Jetzt habe ich mich mal auf die Rückbank gesetzt. Auch das hier, dieses Material, ist ein bisschen grob, ist aber, so wie es aussieht, gut zu reinigen. Hier hinten mit entsprechenden Anschlüssen. Hier die ausgeformten die Lehnen der Sitze. Aber auch das hier, Kunststoffmaterial, wie gesagt, Fokus steht auf Funktionalität und eben leicht zu reinigen. Und die Sitzlehnen hier hinten sind relativ steil. Das muss man sagen, die scheinen nicht verstellbar zu sein. Aber die Kopfstützen natürlich. So. Und hier hinten gibt es jetzt hier in dem Fall kein Fenster bzw. keine Dachluke. Dafür gibt es vorne dann die Dachluken, das zeige ich euch vorne noch. Also, wie gesagt, sehr auf Funktionalität gemacht, nicht Schönheit, nicht Komfort, sondern abwaschbar, gut zu reinigen, gut eben damit, wenn man den Staub aus den Wüsten dieser Welt wieder gut rauskriegt. So, jetzt sitze ich am Fahrersitz, wo ich hier am liebsten sitze. Und da seht ihr hier das Ganze sehr technisch, sehr funktional. Das hat was von einem Flugzeugcockpit. Schaut man da nach oben, da noch viel mehr. Also da hat man alle Tasten eben verteilen müssen, weil man möchte mechanisch sein. Man möchte nicht elektronisch sein. Man möchte mechanisch sein, um eben unter allen Bedingungen möglichst gut eine gute Funktionalität zu gewährleisten. Mechanische Handbremse, also das Ganze ist sehr schön gemacht. Hier Kompass. Allerdings eben dann das Einzige, was ich sagen würde, hier, das ist moderne. Hier dieses große Display, das Lenkrad ist mit der Funktionalität ausgestattet. Was auch schön ist, hier oben drüber diese Dachluke und dann in der Mitte eben hier noch ein Fach. Die entsprechenden Einstellmöglichkeiten fürs Fahrwerk, Schaltung. Wir haben ja hier eine Automatik verbaut, die ja mit dem Getriebe und den Antrieben von BMW kommen wird. Ja, ansonsten hier erinnert natürlich vieles an eine G-Klasse, erinnert natürlich auch an einen alten Defender und auch an den neuen ein Stück weit, wie ich finde. Aber wie gesagt, Funktionalität liegt auch hier im Fokus, obwohl die Türen hier mit den Hochglanzelementen, siehst du das? Hier das ist schon ein bisschen, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass man in so einem Auto ein schwarzes Hochglanzelement findet.
Das macht das Ganze so ein bisschen designiger. Also so ein bisschen Designer-Feeling gibt es hier schon mit den Formen. Es ist nicht nur Funktionalität, sondern ich würde sagen, da kann man sich auch ganz wohl fühlen. Aber wie gesagt, Funktionalität liegt im Fokus. Die Sitze sind bequem, geben auch ordentlich Seitenhalt, eine gute Sitzposition, man hat eine gute Übersicht. Also das ist schon gelungen, wie ich finde. Wenn er hier den Knopf für die Sitzheizung betrachtet, sehr groß, also wer da schlecht sieht, der ist gut bedient. Seat Heating eindeutig, dann der Lüfter, Temperatureinstellung, die Zonenverteilung des Klimas im Innenraum, Beifahrer, Sitzheizung, Frontscheibenheizung, Heckscheibenheizung, Klimaanlage gibt es auch. Außenluftabschaltung, also alles das, was man aus einem normalen Auto durchaus kennt, ist hier auch. Und diesen Hebel, den kennt ihr ganz bestimmt, wer sich bei BMW auskennt, eben dann auch aus einem BMW. Ja, hier ist noch nicht alles ganz komplett fertig. Options, Menü, Offroad. Denke ich, wird final noch so eine kleine Anpassung erfahren. Ja. Und dann oben vielleicht noch Assistenzsysteme wird es auch geben. Hier kann man die Lichter einstellen. Den Offroad-Modus, Differentialsperren einstellen. Ja, das ist so das Wesentliche hier oben. Also man fühlt sich wirklich so ein bisschen wie ein Flugzeugcockpit. Ich finde, schön gemacht. Und wie gesagt, ich habe im Fokus, dass dieses Auto am Ende wirklich nicht mal die Hälfte dessen kostet, was eine G-Klasse kostet oder was ein, ja, bei einem Defender hängt es davon ab, welche Ausstattung. Dann würde ich sagen, steht einem Erfolg nichts im Weg. Ja, jetzt stehen wir vor dem Chassis des Grenadier. Und was man hier sieht, ist natürlich ja, pure Mechanik. Wir haben hier die BMW-Maschine. Ineos hat sich ja für BMW entschieden als Motorenlieferant. Und es gibt eine Konzentration auf Dieselantriebe, selbstverständlich. Wir haben auch mit den Verantwortlichen gesprochen, es wird keine Hybridisierung gegeben, weil man der Auffassung ist, die Hybridisierung passt nicht zu so einer Art Auto, zu so einem mechanischen, zu so einem Auto, was man eben überall auf der Welt reparieren können soll. Und das wäre dann zu kompliziert. Also Einfachheit, Simpleness. Getriebe auch von BMW, kombiniert mit dem Automatikgetriebe. Und wenn ihr da hinten weiter guckt, ja, dann seht ihr auch die funktionalen Dinge hier sehr schön. Ich stehe jetzt hier mit Klaus Hartmann. Er ist Vertriebsleiter und Marketingleiter für Europa. Und natürlich ist es für uns spannend, von ihm zu hören, ja, wie funktioniert das mit dem Vertrieb in Europa, in Deutschland natürlich für uns vor allem. Und was gibt es zur Geschichte von Ineos Grenadier zu erzählen. Also mich interessiert vor allem, woher kommt denn dieser Name? Ist das was Militärisches oder wo ist der Ursprung? Der Ursprung des Namens kommt aus dem Pub in England, wo die Idee 2016 das erste Mal diskutiert wurde von Jim Ratcliffe und seinen Freunden, die gesehen haben, da gibt es ein Segment, was momentan von den Wettbewerbern verlassen wird. Und da hat man dann auf einem Bierdeckel die ersten Skizzen gezeichnet. Da wurde dann später ein Arbeitstitel draus. Und später hat man sich entschieden, nach dem Pub, nach dem Arbeitstitel, das Fahrzeug Grenadier zu benennen. Sehr interessant, denn ich dachte zunächst, es handelt sich hier um so einen militärischen Namen, denn der Grenadier ist ja ein Ausdruck aus der Militärsprache. Aber umso besser, das ist eine schöne Geschichte, wie das entstanden ist. Aber wenn jetzt bald im Sommer nächsten Jahres kommt das Auto ja auf den Markt, nach heutiger Sicht, wie kann denn ein deutscher Kunde dann in Zukunft einen Grenadier kaufen, wenn er es möchte? Ist es online? Geht das vor Ort? Wie wird das sein? Also wir werden beide Welten miteinander verbinden. Natürlich, der Kunde heute erwartet, dass er einen vernünftigen Online-Auftritt bekommt. Er kann sich das Auto konfigurieren, er kann sich informieren. Ich glaube aber, dass bei einem Auto wie dem Grenadier eine Testfahrt auf jeden Fall notwendig sein wird. Er will mit einem Verkäufer sprechen. Und deshalb schauen wir momentan oder sprechen mit Partnern, die von der Passion zu uns passen, die deutschlandweit geografisch gut in unser Netz reinplanen und werden dann gemeinsam mit Partnern dieses physische Erlebnis anbieten. Gibt es denn heute schon Partnerfeste für Deutschland,
wo man sagen kann, ja, die werden den Vertrieb für uns da machen. Gibt es da ein, zwei Beispiele? Es gibt Partner, mit denen, die sich proaktiv bei uns melden, weil sie sagen, hör mal, ich habe da ich habe Kunden, die passen zu eurem Produkt, ich möchte mit euch arbeiten. Die gleichen wir dann ab mit unserem Anforderungskatalog, passt das? Und in den Gesprächen befinden wir uns gerade. Also wir haben für die großen Standorte natürlich immer mehrere Optionen und letztendlich müssen wir gucken, welches ist der Partner, der dann am besten zu uns passt und wo es für beide Seiten auch am meisten Spaß macht. Das bedeutet, die Wartung wird dann auch von diesen Partnern übernommen, denn das ist für die Menschen auch wichtig, dass sie einen Ansprechpartner haben, wo eben dann dieses Auto eben auch gewartet, repariert im Zweifel werden kann. Ja, viele Kunden fragen sogar zuerst, wo kann ich das Auto warten, bevor sie fragen, wo kann ich das Auto kaufen. Dass unsere Partner, die das Auto vermarkten, auch die Wartung anbieten werden, ist, denke ich, klar. Es ist aber nur eine Säule. Wir werden andere Servicekonzepte ebenfalls noch anbieten. Die können wir nur heute noch nicht kommunizieren. Ja, besten Dank soweit. Gerne. Ja, ein spannender Tag heute für uns bei der Vorstellung der Innenausstattung des INEOS Grenadier. Wir haben sehr viel gehört über die Entwicklung des Autos, über das, was vor allem noch kommen wird, wie das mit dem Vertrieb aussieht, wie man das Auto kaufen kann. Aber natürlich hat man uns noch keinen Preis verraten. Was ich allerdings aus den Gesprächen herausgehört habe, ist, also die bisher kommunizierten oder die nicht kommunizierten, aber so in den Medien beschriebenen Preise, dass die nicht stimmen, kann ich relativ klar sagen. Also die 34.000 Euro werden für dieses Auto nicht erreicht werden, nach unten hin. Das kann man sich bei dem Auto, wenn man sieht, was da an Technologie drin steckt, auch nicht vorstellen. Insofern rechne ich durchaus mit Preisen ab 50.000 Euro. Aber das ist, wie gesagt, nicht vom Unternehmen so kommuniziert, sondern das ist das, was ich aus den Preisen heraus ableite. Und nach oben, das ist ja bei allen Herstellern so, gibt es natürlich immer gar keine Grenzen. Auch interessant für uns, zwar wird dieses Auto im Moment mit einem Dieselantrieb ab nächstem Jahr angeboten werden. Übrigens, die Produktion in Hambach beginnt sogar jetzt schon. Also die ersten Prototypen werden ab Juli dieses Jahres gebaut. Aber dann die Serienproduktion folgt ja dann im Sommer 2022. Sind wir sehr gespannt eben dann, wenn wir die ersten Testfahrten machen werden. Ja, passt auf euch auf. Das war unser Bericht von der Vorstellung des Grenadier-Innenraums. Und passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Friedbert.